Und hi Leute, ich bin's wieder, Critten, und willkommen zu einer weiteren Episode unseres Let's Plays. Und ja, es hat ein bisschen gedauert. Onyx Blaster. Oh yeah, Baby, das fühlt sich nice an. Ich glaube, man muss hier, ich könnte reforgen. Ich glaube, das Beste ist ja unecht. Sieht ein bisschen komisch aus mit einem Moos, aber hey, ich finde dieses Moos wunderschön. Gut, gehen wir unecht? Schwach, tödlich, eifrig, unangenehm, unbeholfen, mörderisch, fromm, wendig, mörderisch. Oh. Tödlich, langsam, gebrochen, rücksichtslos, einschüchternd. Oh, nur einschüchternd, wow. Ich hätte tödlich oder mörderisch bleiben können, aber nö, ich wollte ja dir unbedingt das Rad drehen. Oh Gott, es geht. Kleine Randnotiz, es ist keine gute Idee, vielleicht einen Boss zu spawnen, einen riesigen Wurm, direkt in deiner Stadt. Oh nein, er ist kurz vor mich verknoten. Oh mein Gott. Oh Junge, das wird noch interessanter. Immer oben bleiben. Zerstörer. Wirklich, ich will nicht wissen, wie dann irgendwie klemmt die Bosse im Master-Modus sehen. Die Relics sehen, würden wahrscheinlich echt nice aussehen, oder die Haustiere dazu. Oder wahrscheinlich können die auch einfach irgendwas anderes machen. Irgendeine Mastermaus-Waffe oder so. Eine Mastermaus. Dann bin ich gleich jetzt wieder fertig. Bye, Monster. You don't belong in this world. Ja. Und tot. Gott. Irgendwie sind Taria hier und Minecraft wird hier sowas wie Bros halt. Ich wünsche aber irgendwie, dass Minecraft auch ein bisschen mehr Bosse hätte. Ich meine, hier sind ja irgendwie nur so. Ich meine, hier sind ja irgendwie nur. Also in diesem Spiel sind es ja, warte. Bestiary. 1, 2, 3, 4, 9, 18. Hier sind es 23 Bosse.
in diesem gesamten Spiel. Und Minecraft hat nur 2. Und ich weiß nicht, ob der Raid auch dazu zählt. Und es wäre eben nice, wenn es sowas auch gehen würde. Ob Palme Boss hätte. Ich meine, es gibt ja so auch bestimmte Mods und so, aber Vanilla wäre ja auch schön. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen Buff-Zeug. Oh Mann, es wird richtig lustig, dass dann irgendwie der spätere Malik das alles später schneiden muss. Bei mir habe ich immer das Gefühl, Skeleton Prime ist irgendetwas, wo ich meistens. Ein Boss, wo ich meistens ein bisschen zurücktrete. Ich meine, du musst dir das mal vorstellen: eine Zange, Bombenarm, Laserarm. Eine Supersäge. Einfach 4 riesige Arme. Richtig viel Leben und das ist einfach. Wirkt so menacing. Zerstörer geht dann auch, ich meine. Ja, das Laser hier rumgeschieße. Diese kleine Bullet-Hell-Szene ist ja natürlich auch heftig, aber das geht ja noch. Und die Twins, die bewegen sich ja auch hastig und so. Das geht. Na gut, wenn einer in der zweiten Phase ist, dann geht's. Wenn beide sind. Oh Gott. Die Zwillinge war meistens irgendwie so ein Boss, zu dem ich vor allem im Expert-Mode richtig Probleme hatte. Ich muss immer im Wiki nachgucken, was dieser Forge oder was auch immer das für ein Ding ist, macht. Nacht ange. So. Nacht ist angebrochen. Mal wieder so ein wunderschöner hier. Laternending. Und es gepackt. Use the ultimate cheese. Or ultimate technique, whatever you want to call it. Immer im Kreis. Schief gehen könnte. Zum Glück ist Queen Slime Mount hier. Richtig gute Taktik.
Laser Pew Pew ist weg. Sobald seine Arme weg sind, dann sind wir jetzt. Diese Augen außen so im Dunkeln leuchten. Mensch, das. Gut, holen wir noch unsere letzten Dinger. Weiß ich nicht. Und tot. Im Dschungel wird es unruhig. Oh yeah, Baby, Plantera next. So. Das nächste natürlich, was man macht, sobald man hier das hat, ist einmal nach unten das Ding holen. So. Brustpanzer nicht genug. Egal. Ja, ich denke, das war's dann für heute. Das war eine sehr lange Episode. Wird richtig lustig, das zu schneiden. Ansonsten, Critten, Peace.